Wie tauscht man eigentlich die Grafikkarte von seinem Gaming-PC? Ich zeig's euch. Let's go. Okay, zuallererst fahren wir natürlich den PC runter, machen den Netzschalter aus und ziehen dann das Netzkabel auch heraus. Anschließend trennen wir alle Kabel vom PC und stellen ihn auf einen geeigneten Platz zum Umbauen. Öffnet nun alle Seitenteile vom PC und vergesst nicht, euch zu erden. Wenn die Grafikkarte bei euch normal eingebaut ist, legt den PC am besten auf die Seite. Löst jetzt die Stromversorgung von eurer Grafikkarte und danach fangt ihr mit den Schrauben an. Währenddessen haltet ihr die ein bisschen fest. Danach öffnet ihr die PCIe-Arretierung und zieht die Karte vorsichtig nach oben heraus. In meinem Fall muss ich die Stromversorgung jetzt noch umklemmen, aber danach konnte ich direkt die neue Karte wieder einsetzen und bis zum Klicken in den Slot stecken. Jetzt schraubt ihr die Grafikkarte wieder fest und habt ihr so einen fetten Oschi wie bei mir hier, dann haltet ihn unbedingt nebenbei noch fest. Bricht euch der PCI-Express-Anschluss weg, war's das. Stromversorgung der Grafikkarte wieder anschließen, PC wieder richtig positionieren, alle Seitenteile montieren und alle Kabel von eurem PC wieder anstecken. Netzschalter wieder umlegen, eure Bude hochfahren und danach müsst ihr nur noch den Grafikkartentreiber installieren und ihr seid fertig. Theoretisch hätten wir vorher den alten Treiber auch deinstallieren können, aber viel wichtiger ist, dass ihr euch das Video jetzt abspeichert, um es nicht zu vergessen.